Und da sind wir auch schon wieder zurück bei Tomb Raider 1 bzw. Save Raider 1 in der neuen Aufnahme und beziehungsweise in einem neuen Aufnahmeort, denn wir sind ja wieder vom Esszimmer ins Gamingzimmer, ins neue Gamingzimmer umgezogen, deswegen kann es sein, dass es zwischendurch nochmal ein bisschen heilt, deswegen ne, bitte nicht böse nehmen. So, wir machen jetzt auf jeden Fall mal weiter. Was? Das fängt ja super an. Das fängt ja sehr gut an. Ja, ich bin eine super Lara Croft hier. Ich muss dazu sagen, ich muss erstmal wieder reinkommen mit der Steuerung, weil es sind jetzt schon einige Tage vergangen, indem ich Tomb Raider gezockt habe. Muss ich ja leider gestehen. Aufgrund auch von Renovierungen, Geburtstagen und anderweitigen Spiele, die man gespielt hat. Deswegen habe ich jetzt endlich mal die Zeit, auch mal wieder hier weiterzuschauen in Save Raider. So, was haben wir da? Ich möchte da gar nicht drauf gehen, aber anscheinend muss ich es. Da ist eine Ratte. Die kann ich aber leider noch nicht gandulen. Okay, so muss ich hier drauf? Muss ich hier drauf? So, warte mal kurz eben. Und ich habe mir auch gesagt, für die nächste... Oder muss ich den mitnehmen? Ja, den muss ich mitnehmen. Für die kommenden Folgen oder beziehungsweise für die nächsten Rätsel, dass wir uns wirklich alles genau anschauen. Ich weiß, ich sage das immer wieder, aber ich muss es wirklich lernen. Und nicht, ich meine, wir haben ja ne, in den letzten Folgen... Oder in den letzten oder in der vorletzten Folge haben wir ja lange gesucht, aber es trotzdem nicht gefunden. Ne? Da musste dann halt Dr. Google mal dran. Aber in der Zukunft will ich halt versuchen, das ne, ohne zu machen. Ich weiß, ich bin manchmal sehr schwer von KP. Und es dauert seine Zeit, bis ich irgendwas mal verstanden habe. Deswegen bitte nicht böse nehmen. Nicht, dass es wieder heißt, ja, mein 10-jähriger Sohn, der hätte das schon durchgespielt. Ne, ja. Wir kennen das ja. Wer den letzten Podcast gesehen hat, der weiß, wen ich meine und was ich meine. So, einmal hier runter. Bett. Ah. So, die machen wir von hier oben. Warte mal, wie konnte ich denn nochmal... Nein, scheiße, ja. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich gucken, wie kann ich denn nochmal... So macht sie den, aber wie kann ich denn jetzt nochmal... wie kann ich denn jetzt nochmal langsam gehen? Ach nein, ich weiß es nicht mehr. Hä? War das nicht Shift? War das nicht... Oder war das E? War es Q? Nee. War es dieses komische... Diese komische Taste? Nee, die ist... Was auch nicht. Hä? Bin ich doof? Warum geht das denn jetzt nicht? Warte mal, ich muss mal nochmal schauen. Und zwischendurch muss ich mich mal kurz stumm, weil ich ein bisschen Hüsterchen. Wie war das denn jetzt nochmal? Lass uns nochmal schauen. Moderne Steuerung, ja, Steuerung bearbeiten, laufen zurück, links gehen, bla bla bla, Springaktion. Schauen, Maus, Rollen, Ducken, Sprint, Sekundär. Okay, hier steht das gar nicht bei. Mist, ich weiß gar nicht mehr. Ach, das gibt's doch nicht. Ne, du weißt, dieses langsame Gehen. Ich weiß nicht mehr. Das gibt's doch nicht. Hä? Ja, das weiß ich. Das weiß ich auch, das Schauen. Das war irgendwo... Das muss aber Dings gewesen sein. Shift. Oder nicht? Bin ich doof. Das war doch Shift. Warte mal, das kann nicht wahr sein. Aber Shift hatten wir jetzt... Nein. Shift hatten wir jetzt Dings, ne? Heute umkehren, Empfindlichkeit. Ist hier irgendwas? Nee, ne? Mist. Shift war jetzt hier eigentlich. Sprint ist aber ausgegraut. Rollen, Schauen, Magnesiumfackel haben wir noch nicht. Springen, Aktion, Gehen, Alt. Alt. Ah, okay. Habe ich ja gerade
Habe ich doch gerade schon gedrückt. Egal. Gut, wir haben hier noch mal Munition, glaube ich. Oder was ist das? Nee, ein großes Medipack. Ja, sehr gut. Sehr, sehr nice. Und dann müssen wir jetzt weiter runter. Wir machen erstmal wieder Speicherkuss, ne? Du kennst das ja bereits. Die Zisterne. Oh, ich habe das Fenster auf und ne, hier werden, glaube ich, gerade Mülltonnen abgeholt. Deswegen hört man dieses Piep, 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 Piep. Oh. Ach du Heilige. Ich freue mich. Ich bin ein großer Fan. Ne, Safe Raider, du weißt Bescheid. Ich würde jetzt mal versuchen. Da unten sind Krokodoks. Die machen wir schon mal weg. Ne? Nein, 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 du bist so doof, du bist so doof, du bist so doof, du warst noch nie doofer. Ach Mann. Hallo, 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 hallo. Nochmal. Willst du mich verarschen? Willst du mich gerade verarschen? Okay, pass auf. Also das ist ja wohl eine Zumutung, ne? Das ist ja wohl eine Zumutung. Ich wollte so machen, so wollte ich machen. Ja, ich muss mir wieder angewöhnen, dass das nicht auf Shift ist. So, und dann wollte ich nämlich versuchen, hier alle drei einmal hier ins Nirvana zu schicken. Da unten ist auch noch eine Ratte, habe ich gerade gesehen. So, der wäre auch tot. Da ist noch eine Ratte. Da sind noch ein paar Ratten. Ja, okay, dreh dich um, da. So. Da ist auch noch mal eine Ratte. Die ist weg. Die eine hockt da hinten. Ist sie tot, jo? Wo ist denn das andere Krokodil? Da war doch noch ein drittes. Hm. Okay, pass auf. Ich gehe jetzt erstmal auf ganz entspannt hier wieder zurück. Das werde ich, glaube ich, nicht... Okay, doch, könnte ich vielleicht schaffen. Aber ich möchte erstmal nach da hinten hingehen. Deswegen, ich speichere hier nochmal, weil wir jetzt die Tiere, ne? Ins Nirvana geschickt haben und dann schauen wir mal. So, zack. Und zack. Sehr schön, das hat schon mal funktioniert. Ich freue mich. Einfach nur mal hier hinten schauen, ne, ob wir hier irgendwas haben. Nee. Haben wir nicht. Okay, ich wollte gerade schon wieder Shift drücken. Machen wir aber nicht. Gut. Wir können da rüber, beziehungsweise können wir noch nicht, weil das ist zu. Ist die Ratte unten noch am Leben, sage mal? Nee, ne, die ist tot. Okay, kommen wir von da nach da. Ach, guck mal, da hinten, die Ratte. Siehst du die? Was macht sie? Was ist das denn? Aber ich weiß nicht, ob ich von da rüberspringen kann. Das weiß ich nicht. Wir könnten es auf jeden Fall probieren, ne? So. Zack. Dann mache ich mal den hier. Und dann speichere ich da jetzt gleich auch nochmal. So. Ne, wir müssen öfter speichern, als uns lieb ist. Wir haben es ja in der Vergangenheit gesehen. Es ist besser, wenn wir es machen. So. Und da kommen wir nicht hoch. Alles klar. Das hat uns mal wieder gezeigt. Wir laden auch mal das Game neu. Aber es war knapp auf jeden Fall. Es war knapp. Wie komme ich denn jetzt am besten? Okay, ich muss ins Wasser, ne? Ins Wasser wäre, glaube ich, am besten. Die Rette ist wohl verbuggt, gehe ich mal von aus. Gut. Wir jumpen erstmal nach unten ins Wasser. Ich weiß nicht, was mit dem dritten Krokodil ist. Keine Ahnung. Kann man da durch, sag mal? Ach, guck mal hier. Naja, mit der Kamera ist natürlich wieder, ne? Ein Träumchen. Es ist mal wieder ein Träumchen. Und dann ist das Pierre. Wieso komme ich denn nicht mehr? Ach so. Okay. Gut, da werde ich aber so nicht hochkommen. Nee. So, warte mal. So. Wie gesagt, hier ist noch alles, ne? Ich muss immer ein bisschen einen langen Arm machen, wenn ich mich kurz stummen möchte, weil ich, ne? Huste, wie auch immer. So, hier kommen wir noch nicht durch. Alles klärchen. Und ich glaube, ich muss auch jetzt gleich schon wieder niesen. Vor allem schon wieder. Okay, irgendwas ist da hinten am Rumlaufen. Gut.
Wir haben hier erstmal kein Business. War das der Weg zurück? Ich weiß es gar nicht. Nee, war er nicht. Okay. Wir können ja aber auch hoch. Nein, nein, nein. Hallo? Ach, hier kommen wir nicht hoch. Ist es zu hoch für Sie? Ist das zu hoch? Ernsthaft jetzt? Ich komme nicht hoch. Okay. Na gut. Dann müssen wir vielleicht nochmal warten. Wir haben es auf jeden Fall versucht. So ist es nicht. Dann schwimmen wir erstmal zurück und schauen uns nochmal weiter um. Ich glaube, hier ging es auch nochmal. Hier ging es nicht lang. Alles klar. Aua, mein Kopf. Hallo? Hallo? So. Krokodok, Krokodok. Okay, wir haben wieder so einen Raum, den wir auch, ne? Wie im letzten Level mit verschiedenen Öffnungen. Ja. Irgendwas ist hier am Umherschleichen. Ich weiß aber noch nicht, was es ist. Vielleicht will ich es auch erstmal gar nicht wissen. Gut. Nein. Nein. So, ich gehe jetzt erstmal hier hoch. Dann gehe ich hier hoch. Dann gehe ich hier hoch. Da kommen wir, glaube ich, so nicht hoch. Wir probieren es einfach mal, aber ich glaube, sie wird daran runterrutschen. Das habe ich mir nämlich schon gedacht. Okay. Das hätten wir, das hätten wir, das hätten wir. Das haben wir gesehen, das haben wir gesehen. Ne, wir müssen erstmal uns wieder ein Bild machen. Ich weiß, ihr habt es wahrscheinlich schon direkt wieder gesehen, wo es weitergeht, was wir machen müssen. Ich weiß, ich weiß. Ne, aber ich bin da, ich muss da immer erstmal, ich muss erstmal ein bisschen kicken. Ne, und in Vorbereitung auf ne, die kommenden Folgen beziehungsweise die Entwicklung, werden wir das erstmal zu Ende spielen und dann müssen wir mal weiterschauen. Ne? Du weißt ja, Zeit und so, ne, ist eine Tugend. Ne, Geduld ist eine Tugend. Okay, da kam er jetzt nicht hoch, da ist die Ratze, die kann ich auch nicht anvisieren. Komme ich hier überhaupt? Hier komme ich auch generell gar nicht mehr hoch, ne? Obwohl, wenn ich... Obwohl, ja, warte mal. Wenn ich von da... Nee, das ist... Ah, schade. Dann müsste ich hier hin, ne? So. Das passt. Ja, das ist natürlich jetzt... Oh nein, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. Das ist natürlich jetzt hier wieder ein bisschen schwierig. Da müssen wir wieder den machen. Ach, guck mal da. Ach, guck mal da. Das kennen wir ja bereits, ne? Das haben wir ja letztens... Okay, pass auf. Bevor ich das jetzt mache... So. Mich da dranhange. Gucke ich erstmal da... Ach, guck mal, jetzt wird die Ratte aktiv. Ist ja witzig. Die kann ich von hier wahrscheinlich nicht. Nee, das war klar. Aber was wir natürlich machen könnten, in Vorbereitung darauf, dass wir jetzt nach hier hinten laufen und die erstmal wegmachen, ne? Dann stört die uns gleich nicht, falls wir da dann runterjumpen sollten. So. Weg mit dir. Warte mal, da liegt doch was. Ah. Ein Schlüssel. Na, nimm den Schlüssel. Ja, guck mal, das sieht man nämlich nicht, wenn man, ne, von da hinten schaut. Also ich habe ihn jetzt nicht gesehen. Kann sein, wenn ich mich richtig konzentriert hätte, dass ich ihn gesehen hätte, aber ich gehe mal nicht davon aus. Gut, dann gehe ich mal wieder hier runter. Da könnten wir, glaube ich, auch hoch, aber ich würde jetzt gerne erstmal das machen, die Sachen mitnehmen. So. Und dann schauen wir mal. Gut, das wird jetzt ein bisschen dauern, bis wir da hinten sind. Ne, da müssen wir wieder runter. Wenn ich so gucke, geht sie nicht weiter. Was ich sehr schade finde. Ne, weil ich sehe immer gerne mein Ziel in die Augen. Auch wenn es da unten tote Augen sind. Shotgun-Munition können wir gebrauchen. So, jetzt ist die Frage, kann ich mich einfach... Die Frage ist natürlich, wie kann ich mich jetzt runterlassen? Ah, so, okay.
Ja, ich muss die Steuerung, ich, na, du weißt, ich sag nur Panzersteuerung, ne, am Anfang. Ich sag nur Panzersteuerung. Gut, da wäre die Ratze, ich weiß nicht, was uns da erwarten würde, deswegen ich gehe einfach trotzdem mal dahin. Vielleicht liegt da noch ein weiterer Schlüssel, den wir noch nicht gesehen haben. Oder sonst was, aber ich glaube, da ist nichts. Ne, aber wir schauen trotzdem. Wir müssen gucken. Ne, sonst heißt es wieder, ja, das ist hier und da. Man lernt aus seinen Fehlern. Ja, das Level war echt schlimm. Das Kolosseum-Level war echt schlimm. Gut, hier ist aber nichts weiter. Wir können jetzt wieder da drauf jumpen. So, okay, pass auf. Wir könnten versuchen, ich werde jetzt, glaube ich, mal ins Wasser springen. Obwohl, wir haben einen Schlüssel. Pass auf. Das wird ja wohl schon gewollt sein, warum wir jetzt hier hin sollen. Ne, gehe ich mal von aus. So, und jetzt sind wir nämlich hier. Hier will ich ja nochmal speichern. So, zack. Und dann würde ich es mit der ersten Tür versuchen. Aber ich weiß gar nicht, ob das reicht vom Abstand her. Nee, das würde nicht reichen. Deswegen versuche ich es erst hier. In der Hoffnung, dass ich, wenn ich dann da drüben bin, von da, obwohl das natürlich auch ein krasser Jump ist. Und das habe ich mir nämlich schon fast gedacht. Das wollte ich nicht. Ja, manchmal, wie gesagt, ne, für Leute, die jetzt hier gerade neu dazu sind oder ne, neu zuschauen. Was habe ich jetzt geladen? Nein, dieses Level möchte ich. Nein. Bitte nicht. Nein. Nee, war gar nicht das Kolosseum. Palast zum Midas, genau. Das war so scheiße. So. Ne, für Leute, die zuschauen, manchmal nimmt er das an und manchmal nicht, dann springt sie einfach drauf los. Oder halt auch nicht. Gut, das sieht gut aus. Vielleicht können wir den schon direkt benutzen. Ich muss mich erstmal hier wieder richtig einparken. So, rostiger Schlüssel. Schauen wir mal, ob der passt. Ich gehe mal davon aus. Der passt. Okay, pass auf. Dann mache ich mal den hier, dann mache ich mal den hier. Gut. Das bringt uns nicht weiter, aber wir speichern trotzdem mal. Weil immer, wo es irgendwo runter... Das war falsch. Ich hab's nicht gesehen. Habt ihr es gesehen? Also ich hab's nicht gesehen. Ich hab ja noch darunter geguckt. Da, jetzt sehe ich sie auch. Ja gut, bei mir ist es halt ein bisschen dunkler, deswegen habe ich es nicht gesehen. Ja. Gut, hier können wir aber nicht weiter. Warte mal. Nee. Nee, den Sprung schaffe ich auch nicht. Nee. Lass es. Die habe ich gerade echt nicht gesehen. Ich schwöre. Ich schwöre auf alles, was mir heilig ist. Und davon gibt es leider nicht viel. So, okay, pass auf. Dann, da kommen wir nicht weiter. Da kommen wir auch nicht. Der Sprung ist zu weit. Ich weiß halt nicht, ob ich mich da... Ich kenne die Steuerung aber nicht. Ob ich mich da runter hangeln lassen kann, ne? Und dann geht's weiter. Gut, wir behalten das mal im Hinterkopf. Ich schaue mich hier nochmal um. Hier konnten wir aber nirgendwo hin, außer da durch. Dann würde ich jetzt mal versuchen, da oben drauf zu jumpen und dann auf den Balkon. Ne? Der rostige Schlüssel ist jetzt weg, ne? Warte mal, ich wollte mal noch kurz gucken. Ja, der ist jetzt weg. Gut. Nicht, dass ich den auch für andere Türen benutzen hätte können. Weißt du schon. Okay. Dann einmal so. Zack. Und einmal hier hoch. Ich weiß gar nicht, kommen wir da hoch? Müssten wir eigentlich, ne? Das müsste eigentlich ausreichen. So.
Okay, das sieht gut aus. Bevor ich jetzt hier, ne, ich mache jetzt, gehe erstmal hier hin, aber jetzt speichere ich nochmal. Weil in diesen Fällen kann es nämlich sein, dass sie dann einfach wieder runterjumpt. So, Palast des Midas, hör mir auf damit. So, zack, hat funktioniert. Ich nehme schon mal die Waffen in der Hand. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Ah, ja, schon wieder. Das gibt's doch nicht, der Pierre schon wieder. Ich bin gleich tot. Bin gleich tot. Das wollte ich nicht. Da sind noch Ratten. Ich bin gleich tot. Okay. Ich schwimme erstmal. Eigentlich wollte ich neu laden. Die Schrotflinte zücken. Da ist noch eine Ratte. Ich freue mir. Ich sollte eigentlich ein Medipack nehmen. Aber ich mache jetzt einfach den hier. So. Gut. Ah, erstmal durchatmen. So, Medipack. Ich nehme großes, komm. Und dann speichere ich. So. Okay, das war natürlich jetzt ein bisschen belastend. Oh, okay. Das hat nicht funktioniert. Okay, das ist natürlich jetzt das habe ich mir nicht schon fast gedacht. Gut. Dann einmal hier runter. Und dann müssten wir eigentlich so da dran springen können. Ja. Okay. Ja, das ist Man muss halt viel ausprobieren. Man muss halt echt viel ausprobieren. Oh nein. Ach, die Ratten. Kann ich die von hier? So. Wir können uns hier wieder festhalten, sehe ich gerade. Nur das Problem ist jetzt an der ganzen Geschichte. Ich weiß nicht. Okay. Ich weiß jetzt nicht, wie man sich... Ne? Irgendwie runterlassen kann. Weißt du, dass sie so springt, dass sie... Weil normalerweise geht das ja, aber ich kenne die Tastendings nicht. Ja. Das habe ich mir schon fast gedacht. Da lag was. Hä? Ach, sieh mal einer an, den habe ich gar nicht gesehen. Ah. Stimmt, die Ratten leben wieder, ne? So. Die eine Ratte lebt noch. Na, die lebt ja immer noch. Gut. Ich speichere mal. Ich weiß jetzt nicht, wir müssen ein bisschen ausprobieren. Ob das funktioniert, dass ich mich hier, ne? Aber ich glaube nicht. Gut, dann habe ich jetzt den gemacht. Siehst du, da konnten wir uns nämlich dranhangeln. Aber genützt hätte uns das nichts. Das ist noch ein Stein, glaube ich, zum Rausschieben. Okay. Hier war ja sonst nichts weiter, ne? Nee, okay. Gut, dann müssen wir wahrscheinlich den Stein rausschieben und dann können wir vielleicht da dran. Müssen wir schauen. Ach, hier sind wir jetzt. Ah, okay, pass auf. Ich speichere trotzdem nochmal. So. Zack. Okay, wir haben einen weiteren Schlüssel. Jetzt ist natürlich die Frage. Wir haben hier einige... Gates gehabt, hatten die auch ein Schlüsselloch? Das weiß ich nicht. Wo waren die denn? Hier auf der Seite, ne? So, das kriegen wir so nicht auf. Da ist ein goldener Schlüssel drin. Da
Dann werden wir den wahrscheinlich auch nicht aufkriegen. Nee. Da ist auch noch ein Schlüssel drin. Gut, ich gehe mal davon aus, dass wir erstmal wieder dahin jumpen müssen, wo wir jetzt gerade waren, bei diesem Pierre. Weil da konnten wir ja auch noch irgendwo hin. Ne? Deswegen, ich mach schon mal den hier. Ich wechsle schon mal auf das Schrot. Wir haben da zwar nur 4 Munition, aber vielleicht können wir den richtig eine einheimsen. Das wäre natürlich, ne? Wie sagt man heutzutage? Mashallah. Mashallah, Bruder. Okay. Dann einmal hier hoch. Huch, wo ist er denn? Ach, was? Willst du mich verarschen? Hallo? 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 Hä? Was war... Nama! Was war das denn? Oh. Was sollte das denn werden? Was ist das denn jetzt? Okay, was mache ich? Okay, ich hätte direkt da drauf springen können, ne? Aber was war das denn jetzt für eine Kacke? Willst du mich verarschen? Naja, und das ist manchmal das Problem mit der Steuerung, dass man halt, ne, ja. Das finde ich halt immer so ein bisschen nervig. So, jetzt will ich mal schauen, ob der da direkt da wieder steht. Na gut, das sehe ich jetzt nicht. Nein, nein! Oh, okay. Ich wollte eigentlich auf die andere Seite, weißt du? Damit ich da vielleicht mal schauen kann. Oh, dieser Pierre ist so nervig. Der ist wirklich... Lara, was... Nein. Ja, und das meine ich nämlich mit den Sprüngen. Das ist, ja. Da werde ich, glaube ich, nie warm mit. Nie im Leben. So. Gut, pass auf. Jetzt jumpen wir einfach mal so schön darüber. Er ist nicht da. Gut. Jetzt ist er doch da. Jetzt steht er da. Die kleine Ratte. Verpisst er sich jetzt? Ich hoffe, wir haben ihn vertrieben. Ich speichere nochmal. Es kann sein, dass er wieder nur so auftaucht und wir ihn vertreiben und wir dann wieder denken, ah, das muss ein Bug sein. Jetzt haben wir ihn vertrieben. Okay. Wie viel haben wir Leben? Okay. Ich hoffe, der ist jetzt echt weg. Ja, er ist weg. Ja, er ist weg. Gut. Alles klar. Wir speichern. Den hätten wir gerade auch schon vertreiben können, aber ja, ich bin dann halt echt geflüchtet. Machen wir das mal. Mal gucken, was passiert. Okay. Irgendwas mit Wasser. Da unten ist noch die Ratte. Du Ratte, du. So, dann gehe ich jetzt erstmal hier hoch. Da konnten wir, glaube ich, auch gerade hoch. Ach, guck mal hier. Was ist denn hier? Da kann man einfach so runter, ne? Ich bin mir nicht sicher, ich mach's einfach mal. Ja, liegt hier irgendwas? Nee, ne? Nee. Ich geh nochmal in die Ecke, ich, ne? Du weißt ja, mit dem Schlüssel gerade... Hätte ich da nicht nochmal neu gestartet, dann hätte ich den auch wieder übersehen. Okay, da kommen wir hoch. Okay, das wird jetzt hier, glaube ich, ein bisschen komplexer werden. Wenn wir jetzt genau gucken müssen... Ja gut, reicht das? Komme ich da wirklich hoch? Na, fast. Da liegt auf jeden Fall irgendwas. So, doch. Ein kleines Medipack, sehr schön. Das bedeutet aber auch, dass wir zwischendurch mal wieder, ne, speichern müssen. So, zack. Medipack haben wir ja eingesammelt. Weil wenn wir hier runterfliegen, dann ist vorbei. So, komme ich da dran? Ja. Sehr schön. Oh, ein Geheimnis. Oh, okay. Schauen wir mal. Ich dachte, das wäre ein normaler Weg. Oh. Schrotmuni. Okay, das ist natürlich jetzt schon wieder belastend, ne?
Ja, ich verstehe, worauf das hinaus will. Runtersliden und dann springen.